Herzlich willkommen zu Soul Calibur 6 oder Soul Calibur 6, so wie es im Titel genannt wird. Also in der Vorschau. Oh, wir spielen gegen Sophitia. Sophitia. Mit Mitsurugi, der geile Stecher, den wir auch aus Soul Calibur 5 zum Beispiel kennen, der da ein bisschen älter ist. Ich versuche mit jedem Charakter eine Folge aufzunehmen. Und Alter, die Hupen. Was ist da los, ey? Typisch Japaner. So, ich kann mit Mitsurugi gar nichts mehr. Ah, ich muss da blocken. So, stimmt ja. Ah, fuck. Na. Was war das denn? Ah. Oh, ihre Haare sind jetzt offen. Jawohl. Oh. Nein. Oh, tut mir leid, falls ich gesteuert habe. Es ist... Alter. Alter, was? Okay. Oh! Alter, ich kann nichts machen. Okay, also das Spiel ist schon nicht leicht. Vor allem nicht mit dem Charakter, ey. Jawohl. Nein. Ich hab geblockt. Oh, fuck. Alter, hat sie jetzt mehr Angriff oder was? Oh, was? Okay, ich weiß nicht, wie man die Ulti macht. Ich glaube, mit R2 war das. Alter, hat die... Naja, ich sag jetzt mal nichts dazu, ne? Es ist... Was? Ich habe meine ganzen Rangpunkte wieder verloren. Och, nö. Komm, nochmal kämpfen. Ich möchte wenigstens mal gewinnen gegen den. Es gibt nur Ranglistenkampf, by the way. Man kann nicht mit anderen Leuten kämpfen, der Wahl oder so. Was ich sehr gut finde in dem Spiel ist, dass sie die Schnelligkeit auf jeden Fall erhöht haben, im Gegensatz zu 5. Und Sophitia ist für die, die es nicht wissen, das Gegenstück, oder besser gesagt, das gleiche wie... Scheiße, warum springe ich denn noch immer? Alter. Ich hab geblockt. Das Gegenstück zu Pyra, das... Oh, man konnte hier unter den Rock gucken und ich hab's auch aus Reflex anscheinend getan. Ich kann halt mit Mitsurugi gar nichts. Wieso versuche ich denn... Alter, aua! Ach Mann! Das wäre die Ulti gewesen. Die macht man dieses Mal auf R2. Oh, also. Oh,
Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, nicht schlecht. Ich hab geblockt! So ein Bullshit! Ich hatte geblockt. Ach komm. Oder kann man das, nachdem man eine Ulti gemacht hat, nicht mehr machen? Ach, verdammt. Also ich muss ja sagen... Das Einzige, was mich an den Brüsten stört, ist über den Ausschnitt kurz, ist so ein kleines grafisches Dreieck, ja. Ah, soll ich nochmal gegen... Nee, das geht gar nicht, okay. Suche nach identischen Kriterien. Ja, komm, let's go. Ach, Mann. Ich will mit Mitsurugi wenigstens meinen Kampf gewinnen. Ich hab langsam so... Also eine Combo 2 habe ich schon mal richtig gut raus. Einmal dieses, dass er, ne, sich so... Na, überschlägt mit dem Schwert quasi, so ein Kinnhaken quasi mit dem Schwert gibt. Und dann noch dieses Erstechen, dass er die dann so wegwirft oder tritt oder whatever. Ah, aber ich bin halt tatsächlich immer derjenige, der gerne auf der linken Seite steht und nicht auf der rechten. Das ist echt ungewohnt. Aber gut, jetzt weiß ich mal, wie sich meine Freunde gefühlt haben. So, das Gegnersuchen dauert ein bisschen. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt nicht allzu lang dauert, einen neuen Gegner zu suchen. Ah, okay. Ja gut, ich habe gestern auch mal eine Runde gespielt. Da war es aber schon 2 Uhr. Von daher glaube ich, macht das da auch keinen Sinn, dass ich da keinen gefunden habe. Oder es macht Sinn, besser gesagt. Oh, gegen Killik. Und ich bin auf der rechten Seite, linken. Mann, ich bin verwirrt. Der hat 441 RP. Und ich habe noch 0. Ich hatte welche. Standing against the storm. The wait is over. Let's begin. Killik ist wie Shiba aus dem 5. Teil. Nein, 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 nein. Alter! Fick dich, ey. Da wollte er mich greifen, die Sau. Achso, ja, man kann so überspringen. Nein! Ach, come on! Ach, fuck. Ja, der kennt seinen Charakter in- und auswendig, ey. Ich hab schon ewig keinen Zug. Ja, ist doch gut. Was ist jetzt los? Ruckel, ruckel, ey. Bastard, so. So. Oh mein Gott, ist das spannend. Also mir macht das echt verdammt viel Spaß. Ich kann nicht verstehen, wie der schon geht. Boah, es ruckelt aber. Was hat der für eine Verbindung? Okay, jetzt geht's wieder. Da war wohl leider daneben. Scheiße. Oh, wenigstens einmal gewonnen, ey. Oh,
Aber die Verbindung mit dem ist aber echt ein bisschen scheiße. Vielleicht liegt es aber auch an den Netzwerktest. Wir können natürlich nochmal versuchen, gegen ihn zu kämpfen, wenn er auch will. Ich habe jetzt endlich mal ein paar Punkte wieder bekommen. Ach, guck mal, der hat... Oh, der ist bereit, der will nochmal. Alles klar. Machen wir noch eine Runde und dann ist die Folge auch vorbei. Mit Mitsurugi. Die nächste wäre dann mit Taki, glaube ich. Ich gehe nämlich nur nach Liste. Ich weiß, viele wollen auch sehen, wie Geralt so ist. Vielleicht mache ich auch in der nächsten Folge einfach... Oh, okay. Ja, Verbindung wird hergestellt. Nee, dann gehen wir zurück zum Ranglistenkampf. Dann zeige ich euch nochmal kurz das Menü. Hier kann man nämlich den Charakter ändern. Es gibt Taki, Maxi, Voldo, Killik, Ivy, natürlich die großbrüstige, ne, wisst schon, Siegfried, Sophitia, Xianghua, keine Ahnung, ob die so heißt, Yoshimitsu gibt's auch, Nightmare natürlich, Talim, Geralt von Riva, Grow, Sazalamil und Tyra, besser gesagt. Ist lustig, ein Vorbesteller-Charakter ist hier drin. Und natürlich noch die zwei neuen Charaktere hier. Mir fehlt persönlich aber noch zum Testen, wer wurde noch angekündigt? Wie hieß er denn? Cervantes. Und da war noch einer, glaube ich. Aber wir werden auf, ich freue mich schon auf Grow und auf Geralt. Ich glaube, das sind die nächsten beiden, die ich erstmal dann spielen werde. Und dann gehe ich nach Liste wieder. Oder vielleicht noch Tira, weil die ist auch noch Vorbesteller-Charakter. Also in der nächsten Folge werdet ihr dann Geralt von Riva sehen. Ich bin schon gespannt, wie er ist. Normalerweise kann man dann auch noch den Stil anscheinend ändern. Aber das geht jetzt hier in dem Netzwerktest nicht. Verbindungsstatus ist egal, da mache ich mal lieber auf 3, auf 4 Balken. Ist besser. Gebiet kann noch gleiches Gebiet sein. Ich mache mal alle Gebiete und Sprache habe ich auf selbe Sprache gemacht. Und bevorzugte Seite. Oh, warte mal. Bevorzugte Seite ist eigentlich mal Spieler 1. Nicht egal, Spieler 1. Ja. Das ist meine bevorzugte Seite, die linke. Gut, das sind so die Einstellungen. Ich werde schon mal auf Geralt ändern und dann sehen wir uns morgen zur nächsten... Es gibt noch andere Farben, ist egal. Neben Standard. Dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge von Soul Calibur 6, der Netzwerktest. Ihr könnt ihn euch übrigens alle gratis runterladen für die PS Plus. Einfach nur danach suchen und dann könnt ihr bis zum 2. Oktober spielen. Haut rein und ciao.